Den haben wir schon abgebaut. Wenn du das Ding einbauen würde. Das ist schon krass. Ja, drück mir die da. Endlich können wir unsere Jacke ausziehen, unsere Sonnenbrille tragen. Es ist Mittwoch und wir haben 17 Grad. Gibt's was Schöneres? Auf mir fehlen ungefähr 5 Kilo Baumwolle, Jacke, Thermoanzug, Pulli, Schal und so weiter. Das fehlt alles. Wir haben heute 17 Grad. Ich saß vor einem halben Jahr, glaube ich, hier. Natürlich bei so einem Wetter habe ich natürlich ein Bedürfnis, den VR6 fertig zu machen. Oh mein Gott, ich brenne. Bei diesem Wetter machen wir natürlich den Cabrio fertig. Ich habe schon mit dem Kabelbaum angefangen. Ihr seht, hier habe ich schon abgesteckt. Das ist der komplette Kabelbaum für den Motor. Den haben wir schon abgebaut. Das ist der alte Kabelbaum, den ich schon getrennt habe. Das ist einmal für die Lichter. Ist das Ganze für die Kühlung. Ja, der Originalkabelbaum ist ja alles komplett zusammen. Man muss hier abtrennen. Also nur Motorkabelbaum. Nur fürs Licht und nur für die Kühlung. Und ich habe das Ganze einmal abgetrennt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und jetzt werde ich diesen Kabelbaum einbauen. Und das ist dieser Kabelbaum, den ich für sagenhafte 400 Euro gekauft habe. Achtet mal. Weißt du, wenn ich so das Ding einbauen würde und die Dinger brühen sich, ihr seht das nicht, das sind noch Kabelbrüche dazwischen. Ihr seht das nicht, guck mal hier. Da fehlt ein Kabel. Hier ist ein Kabelbruch. Hier, einfach abgeschnitten. Wir wissen nicht, was das ist. Müssen wir uns selber zurecht basteln. Dann haben die nur das hier geschickt. Ohne Kennzeichen, ohne nichts. Dann haben die mir das hier geschickt. Ja, und deswegen habe ich damals auch die Lust dran verloren. Ehrlich, wo ich diesen Kabelbaum gesehen habe, habe ich gesagt, ey, was geht denn da ab? Einfach alles abgeschnitten. Blinker ist abgeschnitten, Hupe ist abgeschnitten. Weißt du, der Typ oder wer das gemacht hat, hat einfach abgeschnitten und gesagt, okay, das wird eh verkauft für viel Geld. Da kommt der blöde Kfz-Fuzzi, kauft das eh für 400 Euro. Dann können wir das Ganze auch abschneiden, weil das ja zu einfach wäre. Wenn er das nur einbaut, klar. Wo ich das dann ausgepackt habe, ich war so sauer, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und da war zum Glück noch Haribos drin. Wusste, wie er mich kriegt. Die Haribos waren so lecker. Egal, ich will jetzt auch nicht so viel quatschen und ich will auch nicht so viel weinen. Das Ding muss laufen. Das ganze Zeug werde ich dran machen. Und mal schauen, ob wir heute den ersten Start hinkriegen. Das wäre so nice. Aber bei diesem Wetter muss man Cabrio fahren. Und dann noch mit V6 Turbo. So, ich mach mal. Wir sehen uns gleich, wenn der Kabelbaum drin ist. Alles soweit angeschlossen. Luftmassenmesser ist angeschlossen. Kompletter Kabelbaum war sowieso angeschlossen. Lichtmaschine ist nicht angeschlossen. Anlasser brauchen wir. Batterie ist auch provisorisch angeschlossen. Und es brennt noch gar nichts. Das ist schon mal gut. Gutes Zeichen, weil wenn es auf einmal anfängt irgendwo zu funkeln oder so, dann müsste ich wieder ausmachen. Aber zum Glück ist es nicht. Ihr seht das hier nochmal. Der wird auf jeden Fall nochmal abgebaut. Und dann komplett nochmal abisolieren. Also ganz ehrlich, wer sowas dann schon mal macht, der hat es sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber dann isolier das doch ab. Ich bin aufgeregt. Merkt man das? So ein bisschen. Ich traue mich nicht, den zu starten. Sollen wir es probieren? Dann probieren wir es jetzt mal. Boah, guck mal. Ey. So, ich bin echt aufgeregt. Ja, Drosselklappe kommen schon mal Geräusche, das ist sehr, sehr gut. Okay, ich drehe das Ganze. Ja, drück mir die da. Geil. Ich glaube, aber eine Zündreihenfolge habe ich da falsch. Der zittert mir ein bisschen oder der ist nicht genügend Öl drin. Ich weiß es nicht. Also der zittert mir ein bisschen. Okay, ich muss aber dazu sagen, okay, wir haben die Lambda-Sonde nicht dran. Wir haben die Lichtmaschine nicht dran. Wir haben die Servo nicht dran. Lüfter haben wir nicht dran. Okay. Ja, oh ja, ja. Hier. Deswegen. Deswegen. Wartet mal, das mache ich mal kurz dran wieder. Aha. Und hier haben wir ein Stöpsel, was auch auf ist.
Komm, jetzt starten wir den nochmal. Gucken, ob er sich jetzt ein bisschen besser anhört. Vielleicht die Zündkerzen. Oder wir haben nicht genügend Kraftstoff. Ja, kann sein, dass ich die Pumpe ändern muss. Aber, oder es kann sein, weil er keine Verbindung von Turbo zu Drosselklappe hat, kann auch sein, dass der dadurch natürlich nicht gut läuft. Aber man merkt, der Motor läuft gut, der Motor will. Das ist das A und O. Hey, vor 5 Minuten habe ich noch gesagt, boah, ich brauche ein Erfolgserlebnis und jetzt meckere ich schon, dass der nicht perfekt läuft. Mann, ich werde den Tacho jetzt einbauen und mal schauen, ob der irgendwas macht am Tacho. Das möchte ich jetzt sehen. Ich habe das Ding eingebaut. Ich muss das Ganze nur bearbeiten ein bisschen und dann rein. Aber mal schauen, wie das jetzt aussieht. Ein GSI-Tacho. Ohohoho. Oh, Blinker. Ist noch nicht angeschlossen. Ich bin happy. Wir haben zwar ein bisschen Rauch hier, die Dompipe und so nicht angeschlossen ist. Ach, das ist ein Geruch. Ah. Stell dir mal vor, der Turbo kommt so ab 4000 und dann runter. Ey. Guck mal, 12 Volt funktioniert. Tank haben wir. Temperatur geht. Das ist schon krass. Ich bin happy. War, ehrlich gesagt, war nicht viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geübt bin in der ganzen Sache jetzt gebraucht. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut. Aber es hat Spaß gemacht. Wie findet ihr das Tacho? Das ist doch krank. Jalil, ehrlich, danke schön. Respekt, was du da geleistet hast. Einfach nur geil. Ich freue mich, nachts damit zu fahren und so ein Tacho vor mir zu haben. I love you. Und wenn einer sagt, ey, Opel Tacho kannst du nicht in VW einbauen. Junge, geh in Snickers essen, würde ich sagen. Jetzt baue ich den zusammen und danach unter der Sonne fahren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.